Anlehnung an dich. Ja, ich freue mich. Hast du gehört, den Punk gehört? Wir wollten noch eine Double Bass aufbauen. Ja, aber keine Punkband spielt Double Bass. Da sind wir zu schlecht. Weil sie es nicht können, ne? Genau. Ja, 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 ja. Deswegen haben wir die auch wieder abgebaut. Wir haben gedacht, es hört sich zu gut an. Aber das glaubt uns keiner. Nee, war fein. Sehr gutes Info. Was ich so toll fand. Habt ihr was zu trinken? Ja, jetzt schon. Ich will jetzt nicht unnötig werden. Jetzt schon. Ja, unbedingt. Ja, ich freue mich. Ich dachte, ich bin immer so schlimm. Deswegen versuchen wir das Warm-up dann direkt zum Wesentlichen. Was trinkst du denn? Einfach ein kaltes Bier? Wein, Weißwein, Rotwein, Whisky? Eine Weißweinschorle? Oh. Ja. Natürlich. Du darfst da schon mal reingehen. Ich gehe da jetzt auch hin. Ja, so. Ich auch. So, Ding ist an. Na, Alter? Ich freue mich. Ich freue mich auch sehr. Ja, hat lang gedauert. Ja, sehr, sehr lang gedauert. Du hast immer keine Zeit gehabt oder kein Projekt gehabt oder ihr wart irgendwo im Ausland oder irgendwas war immer. Navi im Arsch, also lauter so irgendwie Sachen. So Sachen. Ist dir eigentlich aufgefallen, mit welchem Song ich dich reingeholt habe? Das ist ja der Schubschub. Schubschub-Song, von? Genau. Cher hat den mal gesungen. Ja. Ja, ich hab mega. Ja, mega. Ich fand Cher immer gut. Ich habe gelesen, dass du weit über zigtausende von Alben hast bei dir zu Hause. Unter anderem, so jetzt aber. Cheers. Cheers. Das sitzt. Ja, ja, das üben wir aber schon seit heute Nachmittag. Sehr gut. Ah, lecker. Ich habe dann gelesen, dass du selber gesagt hast, dass in deiner riesigen Plattensammlung sich unter anderem James Blunt, den du ganz gerne mal hörst. Ja. James Blunt musst du uns erklären. James Blunt, ich weiß, na, der saß da so schön in diese erste Single, genau. Nee, das Video. Wie er dann da so sitzt, im Yoga sitzt, genau. Und wie er dann da ins Wasser springt, da habe ich gedacht, wenn ich jetzt auch noch hören würde, was man nur von mir erwartet, das wäre ein armes Leben. Das finde ich auch, deswegen war ich so froh, als ich das gelesen habe und würde dich bei all deinen 1000 Platten gerne fragen wollen, wenn ich jetzt aufzähle, ich habe es vorher noch eingetragen, wo wohl? Hä? So, da haben wir sie. Okay. Ich würde sehr schnell Künstler, also Sänger sagen und du würdest immer sagen, habe ich nicht. Okay, also ja, nein. Ja, ja, klar. Ne? Peter Maffay. Oh. Nur die frühen. Nur den frühen Peter Maffay. Hey, habe ich leider nicht. Hast du nicht. Ja. Madonna? Habe ich. Elton John? Habe ich. Cat Stevens? Elton John will ich übrigens dran arbeiten. Habe ich mir fest vorgenommen, will ich mich noch mal richtig einarbeiten. Guter Mann. An früher und so. So, wer war der letzte genannte? Cat Stevens? Eventuell schuldete mir mein Bruder mal irgendwas und hat mir da so die schlimmsten Exemplare seiner Sammlung gegeben. Da ist er bei. Du bist gemein. Ich hab das, also Cat Stevens, lass nochmal. War aber auch ein bisschen Mädchen damals, ne? Mädchen. Keine Ahnung. Es war Diana Ross? Nein. Die Ärzte? Ja. Natürlich. Entschuldigung, man muss wissen, der Feind schläft nicht. Nee, nee, der guckt auch mal. Das ist was los. Nee, aber ganz ehrlich, also, das mal eben aufzuklären, wenn die was machen, die schicken uns sofort die Sachen und wir schicken denen das auch. Also wir sind echt im Austausch und beste Kollegen. So. Das wollen wir doch auch nur. Wir wollen ja diesen Beef auch irgendwie immer nur mitkriegen. Natürlich. Natürlich. Wenn man viele tausend LPs hat, wonach sortiert man die dann eigentlich? Alphabetisch. Nicht nach Farben? Nein, das wäre zu schwierig. Das, das ist so Mädchenkrams, glaube ich. Keine Ahnung, also ich hab's gerne alphabetisch. AC/DC? Natürlich. Ja? Alles. Ja, ehrlich? In zigfacher Ausführung. Wirklich? Sonderboxen, alles, was es gibt. Okay, Sinatra? Ich habe AC/DC hier in Hamburg mit Bon Scott noch gesehen, im Audimax 1978. Wirklich? Ja, das war die große, weite Welt. Und die kamen direkt, Bon Scott, mit Angus Young auf den Schultern an mir vorbei, mit dem Turnister, wo der Weihrauch rauskam. Und hast du gezittert, als sie immer näher kamen? Ja, ich war einfach nur begeistert. Ja. Hab mir kurz gedacht, Mann, sind die klein, aber ansonsten... Ist immer so. Das mit dem Kleinen ist ja außer bei dir fast immer so. Aber ich habe auch kein Talent. Weißt du, die Kurzen, die haben dann, die lassen ihr Talent raus und sind dann gut. Weil die Soteria-mäßig sich da beweisen. Die konnten sich nie wie du auf die Optik verlassen und auf größere Optik-Erscheinungsbild, sondern die mussten richtig rödeln. Dann. Ganz egal, die waren jedenfalls groß. Deine Mama ist ja Engländerin gewesen und dein Papa Deutscher. Ne? Ja. Und du hast ja eine große Affinität durch die Mutter eigentlich auch nach England. Ne? Ja. Und warum bist du nie da ganz hingegangen? Habe ich mich, nachdem ich das Buch gelesen habe, gefragt. Ja, gab es Momente, wo so eine Sehnsucht da war, aber letztendlich hat sich das dann von alleine ergeben, dass es nicht so sein sollte. Also ich habe hier meine Freunde gehabt und hier die Band dann gefunden und dann waren solche Sachen einfach nicht mehr die Priorität.
Aber die Anfangsjahre, die man auf YouTube noch mal gucken kann, was ja. mir gar nicht klar war, dass das noch ging, als ich zufällig in ein Konzert von euch geraten bin in Bremen, ewig lange her, ich glaube wirklich 30 Jahre, fast das erste damals als Toten Hosen Konzert, wie ihr damals, also du hattest ja auf der Bühne zwei Menschen alleine, die dafür zuständig waren, dich aus Schlagzeugen wieder rauszuziehen, dich irgendwo immer wieder rauszuziehen und wieder hinzustellen. Und du hast das alles ohne Verletzungen überstanden, ne? Ach ja, Jahre. Was heißt ohne Verletzung? Also es ging schon das ein oder andere Mal schief. Ich erinnere mich an so ein Konzert in Aurich. Also die wussten nicht, was Stage Diving ist. Und, also, und dann kam ich noch voll euphorisiert mit Totalanlauf, spring da in die Menge und die sind alle geistesgegenwärtig zur Seite gegangen. Wisst ihr, ich sag ja mal, der Ostfriesenwitz, ein Klischee entsteht ja auch aus irgendwas. Und man kann sich vorstellen, überall bleiben sie stehen und tragen dich wirklich Stage-Diving-mäßig. Nur Aurich bildet wieder eine Gasse und du knallst vorne. Ich hab so gelacht. Damals war die Provinz noch nicht so weit. Wo ist die Narbe? Irgendwo hast du doch... So was Verschrumpeltes. Bist du richtig so dann? Bin volle Kanne, also das hat geknallt. Und hast du gesagt, ihr Arschlöcher, was ist denn mit euch los? Nein, es ging weiter. Denn? Also da musste man dann durch, klar. Aua. Ja, nee, das war. Und Aurich stand da eine, ich kann mir vorstellen, eine Hand immer so in der Hose, andere Hand ein Bier, ne? So, ich und weiß dann nicht. Machen die so, oh, was macht er denn? Ja, und dann stehen sie wieder zusammen. Na, das war jedenfalls der Tag, da habe ich den anderen gesagt, wir müssen zusehen, dass es immer schön ausverkauft ist, damit die nicht zur Seite gehen können. Ja, also, da war noch Platz, ja, ja, verstehe. Du musst mal, ich würde gerne, einmal musst du uns einmal den Shanties und mir nachher nochmal Stage-Diving beibringen. Das machen wir. Also mal. Ihr macht, ich, genau, ich bin du aber wieder mehr, ich du bin bist der Jogi Löw der Aktion und berate nur. Du bist oder? Der Trainer und berätst nur. Vater Graf. Ich freue mich aber sehr drauf. Okay. Ja, genau, ich lasse mich fallen. Ihr habt doch jetzt nach 5 Jahren ein neues Album. Was macht man eigentlich in den ganzen in 5 Jahren? Ich meine, okay, es sind dann 12 Songs. Ich mache ja ab und zu auch Alben, auch so alle 3. Das nächste wahrscheinlich in 5 Jahren. Ja. Und ich würde nie sagen, ey, ich habe jetzt 5 Jahre echt an dem Album gearbeitet. Das macht ja kein Mensch. Ja, aber das musst du mal probieren. Das ist, zieht wahnsinnig. Das knallt richtig an. Hat man doch am Schluss. Du, ich habe jetzt 5 Jahre an der Scheibe gearbeitet. Und nein, es ist... Ein Jahr arbeitet man daran. Ja, wir sind da ein bisschen langsamer, ja, 2 schon. Okay. 2 Jahre dann schon. Und viel wegschmeißen immer wieder und dann reichlich. Wieder raus. Also ohne Unsinn. Vince, unser Produzent, hatte mir so eine SMS geschickt vor ein paar Tagen. Wir haben 475 Versionen eingespielt, nein, bis wir dann auf so eine Essenz von 15 kamen. Da sind dann, was weiß ich, von gewissen Stücken dann 16 Variationen dabei und so. Aber ist schon viel, was man so auswählt, was man wegwirft. Und, wer bestimmt das? Das wer sagt dann, das ist jetzt die Endversion? Jeder nicht, hat eine Stimme. Okay, und ist nicht das gemeinsam ein Riesenelend? Ich könnte mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe das immer als Qualität empfunden, mit den anderen zusammen das zu beraten. Gemeinsam Enttäuschungen durchzustehen ist leichter. Und wenn du mal einen Erfolg hast, zusammen zu feiern, ist definitiv besser, als alleine in einem Raum zu sitzen und immer zu rufen, das habe ich alles alleine geschafft. Weißt du? Also ich war immer Teamspieler und ja, war, glaube ich, das ja Schlauste in meinem Leben, zu sagen, alles wird geteilt, Sorgen, gute Dinge und damit sind wir klar ausgekommen. Jeder weiß in der Band, warum er benötigt wird und warum er nicht zu ersetzen ist und das läuft gut. Wenn ihr streitet, worum geht's dann? Um Inhalte oder eher um, ich kann ihn nicht mehr sehen? Worüber streitet man? Also, das ist echt schwer jetzt zu sagen. Also der schlimmste Streit, den ich mit unserem Produzenten hatte, der ja irgendwie zur Familie gehört, das war... Und da sind wir uns echt fast an die Kehle gegangen. Das war dieser Streit, wer jetzt wichtiger für die Musik war, die Sex Pistols oder Queen. Ja, das er war ist ja euer Problem. Großer Queen-Fan. Ja. Und wir haben uns noch nie über die eigene Musik so gestritten. Aber da war ja schon Alkohol. Aber für deinem mich Spiel, war völlig klar, dass die Sex Pistols, der trinkt nicht. Ach und so. Der findet Queen gut. Da muss man gegen aber ankommen. Entschuldigung. Aber findest du nicht? Heute viel gelacht, denn wir sind Berliner. Findest du Queen nicht gut? Aber nicht so gut wie die Sex Pistols eben. Das ja, war das anders Problem. Anders gut. Ich finde, das ist Apfel und anders Birne. Gut. Nein, ich habe das ja auch eingesehen. Ich habe dann bin in mich gegangen, habe mir das Zeug von denen durchgehört. Ist alles klasse. Aber ich sage immer noch, dass die Pistols mit ihrer Scheibe wirklich für eine Revolution gesorgt haben. Und ich glaube, dass die Musikwelt heute sehr viel anders geworden ist wegen dieser Platte. Und Queen haben nicht ganz so viel verändert. Aber die ganzen... Oh,
kriege ich natürlich direkt eine Wallung. Aber ich möchte auf dieses Thema jetzt nicht einsteigen. Also ich muss dich unbedingt mal mit Vince bekannt machen. Ja, weil wenn du die Rhapsody und so weiter von denen dann hörst und dann sagst du, das ist doch neu, diese 10-Minuten-Stücke, die damals noch möglich waren, was heute alles gar nicht mehr geht. Aber deshalb haben wir doch angefangen, Punk zu machen, weil wir nur immer 1,30 sein wollten und nicht 10 Minuten. Ja, wirklich? Ja, keine Solos, alles überflüssige raus. Ja, weil ihr so schnell wart auch. Ja, und weil man auch nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Also ein Solo oder so, das war schon schwieriger. Ja. Als ihr euch getroffen habt, ging es ja eher darum, dass du befreundet bist und weniger, wer spielt den geilsten Bass oder die geilsten Gitarren und so. So war das. Also Andi zum Beispiel, ich habe den ja im Hockeyclub kennengelernt. Der hatte noch nie einen Bass in der Hand, bevor wir nicht die erste Probe hatten. Und Andi? Dann war er sehr irritiert von diesen 4 Saiten und so und hat sich erst mal 2 abgemacht und das war in Ordnung. Das hört sich, aber was, das hört sich top an. Wie macht ihr das mit Style? Ist der Style eigentlich oder Stil? Ist der Stil? Stil, wie sagt man? Style. Wie du das sagst. Ja, so würde ich einfach jetzt sagen. Du selbst. Hey, wenn ich selber sage, ey, der Style of your band, of the musician. Ja. Bestimmst du das mit? Nein. Also am Anfang war die Linie ja klar. Wir sind die Toten Hosen. Ja, was soll man da für Sachen anziehen? Ja. Also ab in den nächsten Kilo-Shop am Bahnhof. Und dann, wie gesagt, man hat da keine Hose oder ein Hemd gekauft, sondern es wurde alles auf eine Waage geworfen. Und dann hieß das 5 Kilo. Ja, 2,80 oder sowas. Ja. Ach so, ja, und da war natürlich schon unser Anspruch, die hässlichste Band der Republik zu sein. Und was weiß ich, die alten Gags, weiße Hose und dann mit Kreide Pissflecken draufmalen und so. Also es sah nicht immer schön aus, was wir da anhatten, aber man hat uns klar erkannt und das hat dann auch viele Probleme gelöst. Zum Beispiel gab es keine Eifersucht mit Groupies, weil es gab sowieso keine Groupies. Gab es wirklich keine Groupies? Nein, da noch also nicht, die kamen erst später. Wann wir haben erst das nachher los? Gemerkt, dass sie dann doch auch auf Geruch Wert legen und so. Und, ja. Und dann das war alles nur. Ich mochte auch sehr den Spruch, dass du gesagt hast, wenn man mit den Groupies nach den Auftritten noch wirklich hemmungslosen Akrobatensex hat, dann hat man einfach auf der Bühne was falsch gemacht und nicht alles gegeben. Das fand ich auch sehr gut. Ja, das ist stimmt und das wollte ich nur mal sagen. Also es gab tatsächlich in der Punk-Szene, das können die Ärzte wahrscheinlich genauso bestätigen, so eine Groupie-Szene gab es nicht, das war verpönt. Also natürlich hat man sich durch die Gegend gevögelt, aber auf Augenhöhe. Ja, also man war jetzt, man war eben nicht was Besseres oder so. Weißt du, mach mit mir, was du willst, aber auf Augenhöhe. Das habt ihr auch noch nicht gehört, Mädels, oder? Ja, ich hatte einen One-Night-Stand, der war echt voll auf Augenhöhe. Ja. Aber gut. Ja. Sag mal, hast du Angst vorm alt, richtig alt werden? Wie alt bist du jetzt? Mitte 50, ne? Ja. Wie fühlt sich das an? Knitterig. Also vor allen Dingen dann. Nein, das ist doch alles. Jetzt mal ganz ehrlich, ey, keiner von uns kommt drum rum. Nein. Wer von uns möchte Tage, die er erlebt hat, wieder hertauschen? Niemand. Oder die wenigsten. Ein paar. Ein paar vielleicht. Ja, aber so im Prinzip, was mich angeht, ich bin ganz zufrieden. Und klar, wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich wie 75 und abends fühle ich mich an solchen Momenten wie 18 und in der Mitte treffe ich das dann sind das dann Mitte 50, kommt irgendwo hin alles und ich bin locker damit. Also solange man seine Knochen bewegen kann, ist alles gut. Also, na, hast ja recht. Ihr habt so eine Grabstätte, ich weiß nicht, ob du Bock hast, darüber zu erzählen. Ja. 17 Grabplätze auf dem Düsseldorfer Friedhof. Ja. Will man das auch noch? Will man das dann ist ganz wichtig. Also schließlich verbringt man da doch die längste Zeit, würde ich mal sagen. Wahrscheinlich. Und da ist das einfach gut zu wissen, wer neben einem liegt. Und ich will das auch gar nicht anders. Ich weiß, dass links Kuddel und dann Andi kommen. Also wie auf der Bühne angeordnet. Genau, ne? Hinten ein bisschen höher gelegt, der Schlagzeuger. Jetzt frage ich mich aber, wo liegt dann Andis Frau? Frage ich mich jetzt gerade, weil du hast auch die Frauen dabei. Nein, und die dürfen Kids. Die dürfen alle mit, wenn sie wollen. Aber die können natürlich nicht da in der Bühnenformation rumwuseln. Aber jetzt geht's los. Nein. Ich bin vielleicht die Frau von Andi und sag, hör zu, Liebling, Campino oder ich, du musst dich jetzt entscheiden. Nein, du musst und wir haben noch unsere 3 Kinder, das heißt, wir alleine sind 5. Und ich glaube nicht, dass sie uns von den 17 Plätzen, wo jetzt schon 3 weg sind, 5 abgeben. Dann würde sagen, Andi würde sagen, Baby, hör zu, natürlich kannst du dich auf die Bühne stellen, aber bitte hinter dem Vorhang. Es ist doch kein Format. Also quasi die hintere Reihe. Muss man auch akzeptieren, ne? Im Ranking. Ja, ich meine, die sind doch da in Griffnähe. Also wenn da irgendeiner nervös wird.
Ist doch überhaupt kein Problem. Du meinst bei einer Party, wenn da unten, wenn es losgeht, Michael Jackson-mäßig? Ich glaube, ja, also so viel muss da. Stimmt es, dass du auf deiner Beerdigung gerne Je T'aime hören würdest? Das habe ich mal gesagt, aber das wechselt natürlich. Ja, okay, auch da wird man älter. Tage wie diese ist ja der meistgespielteste Beerdigungssong in Deutschland zurzeit. Wusstest du das? Das war mir nicht klar. Das wusste ich nicht, aber ich wusste, dass der häufig auf Beerdigungen gespielt wird. Aber findest du, dass es passt? Ja. Was? Ja, das ist ein Song für alle Gelegenheiten. Ach, wirklich? Klar. Ich würde jetzt mal Folgendes sagen. Während die Leute jetzt Bierdeckel schreiben wollen, nee, du singst. Du singst und die Band spielt. Und ich freue mich so, dass sie da sind. Die Toten Hosen! Das finde ich gut. Ran und fertig. Aber wir müssen jetzt erstmal den Sänger ja noch hier raus. Ja, den Sänger noch nach vorne holen. Guck mal, kommst du so durch, ja? Ja, ne? Klar. Alles gut. Alles, ja, ja, ja. Guck mal, haben die gar nicht gemerkt, dass du noch gar nicht da bist. Das ist irre. So ist es am Ende nämlich. Ja. Das sind die Themen, die man dann in der 17. Grabstätte hat. Jede Gelegenheit. Jede Gelegenheit, um dich fertig zu machen. So, der Wind steht gut, Licht ist genug, gegessen haben alle. Wir sind da. Dann würde ich sagen, 1, 2, 3, 4. Du könntest da durch die Flucht. Das war gut. Ihr dürft noch mal rübergehen, Bierchen trinken, wenn ihr Lust habt. Ich möchte gerne was machen. Ich würde gerne einmal in meinem Leben, weil ich es noch wirklich noch nie gemacht habe, dass du den Trainer machst und dich vielleicht da mit dem Hintern draufsetzt, um mich zu beobachten, ja, und mir Anweisungen zu geben. Und ich würde gerne einmal alle Shanties bitten, hier reinzukommen, weil ich möchte einmal in meinem Leben mal Stage diven. Und zwar technisch richtig. Das habe ich noch nie gemacht. Jungs, ganz ran. Alle da. Oder den alten Otto wegzumachen. Seid ihr noch alle da? Ja! Aber nicht mehr lange! Okay, meine Frage ist, muss auch der Shanty Club wissen, wie es funktioniert? Also muss auch das Publikum wissen, wie es geht? Oder ja, nur der Sänger? Die müssen nicht wissen, wie es geht. Die müssen aber im besten Fall alle die Hände oben machen. Aber so, ne? Also flach? Okay. Kampi, du darfst jetzt regieren bei so einem. Es darf überhaupt nicht so viel nachgedacht werden. Was? Ja, also bereits dass dieses große Erklären ist ja schon irgendwie nicht der Normalzustand, ist einfach ein Impuls. Okay, könnten wir noch mal? Du spürst, du willst ja jetzt rein zu diesen Menschen. Okay. Das war ein sehr intimer Prozess. Jetzt sollten wir über eine gemeinsame Grabstätte nachdenken. Also das gerade miteinander erleben. Du warst auf Augenhöhe. Ja, das war wirklich keine Schattie. So. Ihr dürft zum Lüften wieder raus nach draußen. Kampi, würdest du dich, wenn du dich hier mit dem Hintern hinsetzt und die Beine so wie ich jetzt gerade, und wir würden dann die Bierdeckelchen einsammeln. Okay. Gott, war das ein Erlebnis. Das wusste ich nicht. Schön Erlebnis. Aber guck mal, ich kenne die Jungs. Du kennst ja dein Publikum dann nicht. Ja, aber es, Also ich will jetzt hier nicht den Klugscheißer machen oder so. Aber im Grunde ist es ja so, wenn du ein größeres Konzern spielst, dann hast du da ja immer einen Graben. Ja. Und dieser Sicherheitsgraben, der ist manchmal 1,5 Meter, manchmal 2 Meter. Und um den zu überbrücken, musst du echt mit Anlauf von hinten kommen. Ja. Und dann fliegst du. Und wenn da irgendeiner nicht hinguckt, so kann das auch schon mal richtig krachen. Ja. Oder du hast nicht die Power, dann landest du in diese Absperrung rein. Das heißt, das war jetzt eben ein bisschen Baby-Diving, ne? Also ein bisschen so, er hat mich erinnert an so eine Freibad-Szene. Ja, ist ja gut. Mit meinem kleinen Jungen im Schwimmunterricht, so beim ersten Mal, wie man da so reinklatscht. Da kommt der Trainer immer so rein und tschupp, tschupp, tschupp. Haut dann die da alle so rein, so entenmäßig. Aber ich habe mich auch so gefühlt. Oh Mann, aber es sah toll aus. Ich habe jetzt hier Bierdeckel, aber ich habe auch noch so schöne Fragen hier. Ich muss die noch eine
Ich muss dir noch eine Frage stellen. Dir hat Bob Geldof irgendwann einfach mal in die Garderobe eine Ratte mit Käfig und Futter gestellt. Mhm. Ist das nicht das Schlimmste, was im Leben passieren kann, dass die einem jemand ein Haustier in die Garderobe stellt? Du musst es dann mitnehmen. Das war schon irgendwie, ich hatte Geburtstag. Ja. Und dann der, wirklich, da war dann nur diese Karte, this is Bob, treat him well. Ja. Netterweise noch eine Tüte Futter mit da hingestellt und dann hatte ich den erstmal an der Backe. Und wo ist Bob gelandet? Bob ist gelandet bei einer Frau aus der Crew, die mit Ratten sich gut auskennt und die auch öfter welche gehabt hat. Und also ich habe viele Bilder noch bekommen von Bob und so und den auch einmal im Monat besucht. Ja, ja. Aber er hat nicht bei mir gelebt. Aber trotzdem muss man sagen, das Mieseste, was man jemandem antun kann, ist ihm ein lebendiges Tier, glaube ich, zu schenken. Also, die Ratte ging ja noch. Aber was ich gehört habe, ist, dass er eigentlich mir eine Ziege schenken wollte. Aber da hat der Tourmanager gesagt, die kommt nicht auf den Bus. Nee, bitte. So, und da war ich mit der Ratte noch ganz gut bedient. Wir sind eins. ARD.